Hallo und herzlich willkommen hier zu Samantha Smith und ja, der Atlantis-Dings hier eben, ne? Ja, ihr kennt den vollständigen Titel, der ist mir jetzt zu lang, um das zu sagen, aber ja. Gut, es geht weiter hier. Da habt ihr gerade noch kurz was eingeblendet gesehen, ich konnte es leider so schnell nicht lesen. Es ist leider so ein bisschen, was mir nicht so gefällt, dass man teilweise Texte nicht anhalten kann, um sie richtig zu lesen, ne? Wen es interessiert hat, was da stand, der kann ja nochmal ganz kurz vorne gucken am Anfang der Folge und stoppen und es dann durchlesen. Ne? Ja, ich hätte es auch gern gelesen, aber ja, was soll. War irgendwas mit geomagnetischer Nordpol oder so, irgend sowas, also der wirkliche Nordpol sozusagen. Ja, weil jeder weiß doch wahrscheinlich, naja, vielleicht nicht alle, dass der richtige geografische Nordpol. Oder was geografisch? Ich weiß gar nicht. Der geografische Nordpol ist nicht der richtige Nordpol. Also wo praktisch tatsächlich genau null ist. Wenn ihr da einen Kompass zum Beispiel nehmt, genau auf dem Nordpol, dann würdet ihr da feststellen, dass der Durchdrehter-Kompass. Ja. Sozusagen theoretisch, ne? Ja, weil eben da der Pol genau stimmig ist. Sag ich mal so. Genau dasselbe am Südpol. Aber die sind genau etwas versetzt, diese Pole. Praktisch entgegen der Achse von der Erde, die eigentlich da durchgeht, ne, ist der Pol praktisch ein bisschen verschoben. Oder der eigentliche Pol. So, deswegen ist nicht genau da, wo es heißt, auf dem Globus hier ist der Nordpol, ist nicht genau auch der magnetische Pol sozusagen. Ne? Ja, nur um das nochmal hier ganz lang erklärt gesagt zu haben. So, wer ist denn das hier? Betrachte es als positives Zeichen, wenn dein Kompass verrückt spielt. Dies ist der richtige Ort, um mit der Suche zu beginnen. Grönland hätte tatsächlich das ursprüngliche Gebiet Hyperboreas der Thule gewesen sein können. Vielleicht sogar das von Atlantis. Es existieren etliche Sagen, die von einer Rasse technologisch hochentwickelter Supermenschen mit verschiedenen mentalen Fähigkeiten erzählen, die über der Arktis gelebt haben sollen. In allen Legenden war die Rede davon, dass diese Menschen eine phänomenale Lebenserwartung hatten. So, das war alles. Mehr kann man hier nicht lesen. Okay. Zurück. Das ist auch ein bisschen doof hier gemacht. Das Zurück hier ist mit drin im Text hier. So, gut. Ja, wir wimmeln wieder los. Mal schauen, was wir alles so brauchen. Also, wir brauchen zwei alte Zahnrädchen, einen Bleistift. Ah ja, übrigens, wieder wie bei den Angst damals, im anderen Spiel, werden wir jetzt hier wieder die Vögelchen natürlich suchen, wenn es möglich ist. Hier ist ein Vogel. Also die Vögel sehen nicht immer so aus wie hier. Die sehen manchmal auch wie ein wirklicher Vogel, ne? So, gut. Was haben wir? Okay. Also den ersten Vogel hatten wir. Wenn ich den zweiten noch finden würde, wäre das nice. Wir haben ja auch einmal schon geskippt, weil wir es einfach nicht gefunden haben. Da ist der nächste Vogel, gut. Dann wäre das nämlich auch schon mal abgeschlossen. Da brauchen wir es da nicht mehr rumtun. Also gut, also wir brauchen ein altes Zahnrad und dann noch ein. Gucken. Gut, das müssen jetzt unbedingt zwangsläufig, dass wir da von oben nach unten abgearbeitet werden, die Liste. Ich mache es halt einfach gern, dass man erstmal von oben anfängt. Ja, ich sehe es jetzt gerade erstmal nicht. Was brauchen wir noch? Eine Doppelaxt. Ja gut, eine Axt. Eine doppelte. Finden wir vielleicht beiläufig. Manche Sachen sind natürlich auch gut versteckt, ne? Was brauchen wir noch? Ein Torstein. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was damit gemeint ist. Ist der Torstein? Nö, ne? Oder das hier? Ah ja, okay, das ist Torstein. Da ist nur das Symbol oben drauf. Das wurde gleich hier in unseren Ding hier reingetan. Entfernt Falten. Okay. Ja, das kann man sehen, wie man will. Wenn ich eine Zitrone beiß, kann es auch sein, dass die mir Falten macht oder auch wegmacht. Je nachdem. Was brauchen wir noch? Ein Stift. Da liegt der Stift. Spiegelrahmen. Ein Spiegelrahmen. Wäre das hier nicht noch ein Stift? Nee, das ist. Ah, das ist Doppelakt. Ja, ich wollte sagen, es ist doch noch ein Stift, aber ist es nicht. So, der Spiegelrahmen, wo soll der sein?
Ist ein Spiegelrahmen hier oben? Nee, ist nicht. Okay, hätte das sein können. Da ist auf jeden Fall Paddel, das war ich auch. Und hier ist auch noch ein Paddel. Ja gut, egal. Das brauchen wir nicht. Öllampe wollte auch noch haben. Wie wäre es mit der hier? Gut, nehmen wir natürlich ein zukünftiges Huhn. Ja, das weiß ja fast jeder, oder? Hier zum Beispiel das Ei. Das ist ja Zukunftshuhn. So, okay. Oder entfernt Falten. Das kann natürlich auch ein Bügeleisen sein. Ne? Diese Umschreibungen sind nämlich ganz lustig. Aber hier im Spiel können wir tatsächlich auch herausfinden, was damit gemeint ist. Hier ist nämlich so ein Bügeleisen. Das ist ein ganz altes. Eigentlich stellt ihr das auf euren Kohleherd drauf. Oder ihr füllt, oder ihr habt dafür heiße Kohle reinfüllen müssen. Gut, war ein bisschen, naja, wenn da was rausgefallen ist, dann hat er dann Brandloch im Stoff. Ne? Ja, aber ich kenne es so, dass man es zum Beispiel auf den Kohleherd draufgestellt hat dann, und dann wurde das praktisch heiß aufheizen, weil es halt ja komplett aus Metall war. Und ja, so. Also, aber Zahnräder habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich sehe hier so einen Siegelstempel und der CD-Licht hier rum. Das hier ist, das sieht halt aus wie ein Speichenrad hier vom Fahrrad oder so. Was ist bei euch ein Zahnrad? Ich kann nachgucken, was es ist, aber ich möchte es eigentlich selber finden. Das ist nämlich so eine Sache, ne? So, den Spiegelrahmen, den müssten wir doch eigentlich auch finden. Der müsste doch sehr offensichtlich da liegen. Aber das da hinten, nee, das ist ein Brecheisen. Ich glaube, das ist genau. Na, hier zum Beispiel sehen wir zwei Sachen, die sind, man meint fast, man müsste doppelte Sachen suchen. Das könnte ja auch sein, dass es man hier im Bild auch vielleicht auch nochmal machen muss. Deswegen ist hier schon Sachen doppelt oder so. Ja, wo muss jetzt diese alten Zahnräder? Das ist ein Schild, das ist kein Zahnrad. Also das weiß ich auch. Jetzt müssen wir tatsächlich einfach mal gucken, was die mit einem Zahnrad meinen. Aber normalerweise weiß man, was es ist, oder? Nein, ich sehe es jetzt nicht. So, der Radar sagt, es sieht so aus. Okay, gut. Das war mir schon fast klar. Jetzt habe ich es zackiger gehabt, aber ja. Das hilft mir trotzdem nicht so viel weiter, wo das ist. Ach, das war's. Ich habe gedacht, das wäre ein Schild. Na gut, dann ist es hier. Das ist hier das nächste Zahnrad. Okay. Das ist keine Schilder, sondern ja. Das sind Zahnräder. Das war ein bisschen gemein, finde ich. Aber okay. So, Spiegelrahmen brauchen wir jetzt noch. Mal wie ein Rahmen aussieht, weiß ja auch eigentlich jeder. Allerdings, wie der hier im Spiel aussehen soll, ist so eine Frage. So, hier ist übrigens ein Blitz, also für einen Hinweis. Hätten wir dann hier. Ja, wir haben noch nie welche verbraucht im Moment, glaube ich. Oder haben wir schon mal einen Hinweis gezogen? Bin mir gar nicht mehr so sicher. So, tja, das dauert viel zu lang. Also, Spiegelrahmen sieht. Ach so, soll das. Okay, ich habe nach einer Ecke hingeguckt. Der ist hier. So, ja. In dem Fall war es hilfreich. Ah, und da kommen die nächsten Wörter. So, Vögel müssen wir jetzt aber nicht suchen, weil es für die ganze Szene hier gilt anscheinend. So, sechsmal Ruder, da haben wir eins, da haben wir eins, da haben wir eins, da haben wir eins. Aber es wäre so ein Eisstiel. Da ist noch eins und da ist noch eins. So, da gibt man natürlich Swift-Bonus, also Schnelligkeitsbonus sozusagen auf gut Deutsch. So, die Ruder sind fertig, dann haben wir hier noch ein Segel, dann CCD wird gebraucht, einen Haken wollte er haben. Ich weiß jetzt nicht, wo der Haken an der Sache ist, aber ja, wir würden ihn finden. Hat mir der Totenkopf, der habe ich auch schon gesehen, ja. Das Rad ist hier. Die Pfeilspitze. Ja gut, das ist wieder so ein kleiner Gegenstand meistens, den wieder zu finden. Da ist der Haken. Hallo. Manchmal klicke ich ein bisschen daneben, jo. Ich bin da nicht so immer so ganz genau mit der Maus, aber ja. Gut. Pfeilspitze. Ja, müsst ihr mir vielleicht auch anzeigen lassen, wie die genau aussieht, wo die sein könnte. Ich weiß, die sieht dreieckig aus meistens, aber ja. Es kann sein, dass die halt hier ein bisschen anders gemalt ist. Da ist sie zum Beispiel, ja.
Die war halt so braun, dass sie fast vom Stein nicht zu unterscheiden war. Dann noch eine Ohrenverschönerung. Ich denke, die meinen einen Ohrring. Jetzt ist die Frage, wo liegt hier einer? Ist hier? Ne, ist da? Ja, es ist einer. Gut. So, wie Gebimmel. Ein Drachenamulett. Das ist wieder, wir brauchen dann hier. Ich warne das. Wir brauchen ein Werkzeug, um das freizusetzen. Drachenkopf. Okay. Ja gut, wir haben jetzt zum Beispiel Thorstein. Der wird vielleicht da drauf gehen, oder? Nee, doch nicht. Schade. Drachenkopf. Hier brauchen wir was. Vielleicht die Axt. Plop, plop, plop. Ich meine, das ist aber eigentlich nicht für Holzfällerarbeiten gedacht, die Doppelaxt hier. Die wäre eigentlich mehr zum Kämpfen. So, da haben wir jetzt das Drachenamulett. Dankeschön. So, der Drachenkopf. Wir gucken einfach mal, wo es wieder funkelt. Und dann suchen wir das jeweilige Werkzeug aus. Ah, hier. Gut, diese Wikingerboote wurden auch meistens Drachenboot genannt. Ne? Wissen eigentlich auch die meisten. So, man braucht ein Segel. Dann wurde da meistens aber auch gerudert. Wenn mal Flaute war. Oder auch beides zusammen. Dass es schneller geht. Und dann da vorne am Boot ist ein Drachenkopf dran. So, daher auch Drachenboot. Meins konnte auch was anderes sein. Aber meistens war das so. In Form eines Drachenkopfes oder so. Ne? So, Thors Hammer. Ja gut, das ist halt symbolisch. Wir haben hier den Thor Hammer. Der ist hier. Und da müssen wir einen Stein draufsetzen. Ich hatte schon recht. So. Und da ist der richtige Torhammer drin. So. Hey, Tipps gebraucht, jawohl. Melnir. So. Alles perfekt, ist alles getan. So. Gut, jetzt haben wir die nächste Szenerie. Jetzt brauchen wir auch wieder Vögel. Und jetzt hier sehen wir es ganz schön. Da sind die Vögel nur so skizzenhaft gezeichnet. Hier zum Beispiel. So, wo ist der nächste Vogel? Da wäre ein Fisch, aber den brauchen wir nicht. Das ist wieder ein Blitz. Kann man auch beiläufig mal einsammeln, auch wenn man die vielleicht nicht benutzen, die Hinweise. Irgendwann wird man sie vielleicht mal einsetzen müssen. Und besser haben wie nicht haben, ne? Ihr kennt da die Devise. So, das ist nur ein Vogelflügel, das ist aber kein Vogel in dem Sinn. So, ja. Wenn ich jetzt den weiteren Vogel noch finden würde, das wäre sehr schön. Aber ja, das ist mir vielleicht auch nicht vergönnt, ne? Das ist auch möglich. Es kann natürlich auch wieder ein richtiger Vogel sein. Naja, wir gucken mal, was wir so brauchen. Jetzt brauchen wir wieder alte Zähne, da wir wissen ja diesmal, dass die so aussehen mit so einem Kreuz da, so einem Spatzen hier. Oder Plus. Deswegen ja, ist es ziemlich easy, den jetzt zu finden. Ne? So, ihr wollt eine Glühlampe zum Beispiel. Da hätten wir eine Glühlampe. Ja, die stirbt halt aus, ne? Ja, jetzt gibt es halt meistens solche Glühlampen nur noch mit LEDs zum Beispiel innen drin und so. Zu kaufen. Ja. Wurde halt irgendwann mal so entschieden, dass man das so macht. So eine Glocke, da hätte ich eine Glocke, die bimmel, bimmel, bimmel. Da jetzt noch, hätte noch gefehlt, wenn die bimmel, bimmel macht. Eine Gewehrpatrone, das wird wohl eine sein. Ja, von der Länge her eigentlich schon. Ein Kabelbund. Ja gut, was ist ein Kabelbund? Das kann ein Kabelbinder sein oder wahrscheinlich das hier. Ja, ja, das war aber schon ziemlich durcheinander. Eine Trinkflasche. Warum funkelt das hier so verrückt? Na, da funkelt es auch. Naja, gut, egal. Eine Trinkflasche. Naja. Was wollt ihr noch? Eine Ritterwaffe. Na, das ist ein Zirkel. Ne? Übrigens. Eine Ritterwaffe ist eigentlich ein Schwert. Da ist ein Schwert. So. Ja, warum das jetzt so dargestellt ist, als dass man das irgendwie umschrieben ist. Ein. Ja, wir sind ja alle erwachsen, ne? Wir brauchen ein Blasinstrument. Ja, ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. Ne? Wer da was anderes bei denkt, ja, dann sage ich nur schäm dich. Aber ja, gut, ihr dürft denken, was ihr wollt. Gut. So, das wird das hier sein. Eine Flöte oder so. Ja, ich sage jetzt einfach mal eine Flöte dazu, aber es war. Ja, es kann auch ein bisschen anders geheißen haben. So, die Trinkflasche wird noch gebraucht und wir bräuchten eigentlich auch den einen Vogel. Aber den habe ich jetzt bisher immer noch nicht gesehen. Also das ist er nicht. Das ist nur ein Vogelflügel. Ich wollte es nur noch mal
checken, ne? Nicht, dass das Spiel sagt, ja, Edge, das wäre der Vogel, aber es ist er nicht. Ich meine, der muss hier sein. Wir können jetzt den letzten Gegenstand natürlich noch finden. Und dann beginnen wir sowieso nochmal Begriffe und dann können wir ja eh nochmal den Vogel suchen, wenn dann so einige Sachen weg sind. Kann ja auch sein, dass der Vogel ein bisschen versteckt unter irgendwas anderem liegt oder so. Das weiß ich nicht. Da ist der Vogel. Ja, da seht ihr jetzt mal so ein richtiger Vogel. Und nicht so ein gezeichneter, so eine Darstellung eines Vogels. Oder so ein Symbol eines Vogels, ne? So, die Trinkflasche. Das ist eine Kanne. Das ist eine Kerze. Schlüssel, Schädel und so weiter. Das ist eigentlich ein Fass, oder? Ist das eine Trinkflasche? Nee. Hätte ja sein können, ne? Wir hatten oft schon so in so Spielen, dass das durch Übersetzungsfehler oder so, oder dadurch, dass dann im Englischen das Wort mehrere Bedeutungen haben kann, im Deutschen dann, ne, dass es dadurch dann zu Problemen gibt oder kommt. So, aber ich sehe keine Trinkflasche. Das ist ein Mörser. Ist das die Trinkflasche? Nö. Nee, das gehört zu der Zwille hier. Also so eine Steinschleuder. Das ist die Trinkflasche. Ja, ist es. Da habe ich ja gedacht, da ist ein Riemen dran oder so. Deswegen habe ich gemeint, da hätten wir mal Ausschicht. So, jetzt brauchen wir zweite Augen. Zweite Augen, das ist eine schöne Umschreibung. Leider habe ich die auch schon. Das ist nämlich eine Brille. So. Gut. Brecheisen. So. Zack. Hat nichts mit Brechen zu tun, also mit Blitz, sondern ja, mit Zeugs zerbrechen sozusagen oder aufbrechen oder sonst sowas. So, ein Fass. Jetzt haben wir das Fass hier unten. Da was von Bier sind drin, es könnte auch was anderes drin sein, klar. Teekanne, naja gut. Ja, natürlich ist es eine, aber naja. So, jetzt haben wir hier einen Mörser. Also nicht der, wo hier im Krieg benutzt wurde, der Mörser. So, ein Flügel, da brauchen wir Sensoren. Seht ihr mal, und ja, da könnten wir jetzt aber sagen, Flügel, das könnte ein Klavier sein, ne? Eine Art eines Klaviers. So, Riesenkiller und Pfeil. Pfeil könnte das hier sein, ist es aber nicht. Das ist wahrscheinlich eine kleine Kelle, sondern kleine Nibelierer, Maurerskelche, irgendwas hier. Pfeil ist anders. Aber wir werden den finden. Riesenkiller. Es kann ein Fisch sein, zum Beispiel. Es kann. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was die von mir wollen. Pfeil. Ja. Die symbolische Darstellung eines Pfeils. Nicht ein richtiger Pfeil, so ein Pfeil eben. Ne? Ja, das ist nämlich das Schöne dran als beim Wort hier. Ist hier eine Maske oder was hier, wo da rumliegt? Aber noch den Riesenkiller. Moment, das wird er nicht sein. Aber man kann ja mal testen. Ne? Das kann auch nicht sein. Das ist ein Clownsfisch eigentlich, aber wir testen da mal. Das wird es auch nicht sein. Nee. Also ja, ist schon mal abgeschlossen hier. Das sind einfach nur Dornen sozusagen. Gut, wenn wir es halt nicht wissen, was es ist, dann machen wir einfach mal hier Hinweis. Ja, schön. Bei solchen Sachen gibt es kein Fragezeichen. Kein Hinweis sozusagen. Da weiß er nämlich auch nicht, was es ist. Das ist ein bisschen gemein, finde ich ein bisschen doof, dass die Hilfe dann das einem verweigert hier. Und ja, da kann man es nämlich auch gleich lassen. Das ist einfach das, wo ich dann dazu sage. Weil dann brauche ich die Hilfefunktion hier nicht. Dann nehmen wir mal unseren Tipp, weil ich weiß wirklich nicht, wo der Riesenkiller sein soll, oder? Sehe ich denn jetzt gerade nochmal? Ich sehe ihn nicht. Okay. Kann ich jetzt nicht genau sagen, warum das ein Riesenkiller sein soll. Ach so, doch, ich verstehe es. David gegen Goliath, ja. Es wurde in der Legende gesagt, dass David den Zyklopen oder was es war, oder den Riesen, mit einem einzigen Stein, den er eben sozusagen zwischen die Augen geworfen hat oder ins Auge, je nachdem, ob es ein Zyklop war oder nicht, ne, besiegt hat. Oder dann deswegen Riesenkiller die Zwille. Oder sogar hat es mit einer Zwille gemacht. Ich bin mir nicht mehr so ganz klar, wie die Legende war. Aber ja. Kann man mir natürlich in die Kommentare schreiben, ganz gerne. Ne? Weil aber ich weiß, wovon geredet ist. So.
Ein T-Rex-Schädel, dann nehmen wir den mal so lang. Das heißt, ah ja, wir müssen den wahrscheinlich rausbrechen, oder? Hm? Nee, rausbrechen geht nicht. Aber wir sind doch jetzt... Brauchen wir das Zahnrad? Nee. Die Brille wird es ja wohl auch nicht sein. Ach, echt? Im Ernst? Wir nutzen es als Brennglas, um das da rauszuschmelzen? Okay, da bist du aber lang beschäftigt. Ein Laserschneidgerät. Okay. Laserschneidgerät. Was soll denn das sein? Das ist ein Ring. Gucken, wo es hier wieder funkelt. Aber das kann... Ja gut, hier hinten. Ja, da hinten pulsiert. Da brauchen wir das Brecheisen. Na, das weiß auch ich. So, da haben wir es. Gut, ein altes Ventilstück suchen sie. Wo könnte das denn da sein? Okay, hier. Laserschneider. Einmal klappen ab. Jawohl, blub. Ach, wir müssen die Zapfen hier alle abschnibbeln. Dann machen wir das einfach mal. So. Interessant, da machen wir jetzt einen Weg sozusagen. So, zack. Oho, da kommt ein Zahnrad rausgerollt, okay. Und da liegt unser Ventilstück. So, muss hier noch abwarten. Zack, das war fast wie Indiana Jones. Man wird von dem Zahnrad gejagt. Das ist das alte Ventilstück. Perfekt, hier ist alles getan. So, das nächste Bildchen. Ja, wir brauchen mit unseren zwei Vögelchen, weil es ein neues Bildchen ist hier. Neue Szenerie. So, hier ist der Vogel. Der ist auch gemein versteckt, weil alles ziemlich grau gehalten hier ist in dem ganzen Teil. Und ja, da muss man ein bisschen gucken. So. Gucken, ob da noch so ein Vogel sitzt oder ob das dann wieder... Ne, das ist kein Vogel, das hat was so danach ausgesehen. Fußabdrückchen haben wir hier. Wir brauchen ja Zahnräder. Da haben wir wieder Zahnräder, die stechen halt jetzt sofort raus, wenn man weiß, wie sie aussehen. Ja, gut, dass sie das Design davon nicht ändern hier. Dann wäre es ein bisschen, ja, nicht so easy. So. Gut, was wollt ihr denn noch? Ein Löffel, ein Bücher wollte er haben. Sind das Bücher? Nee. Hätte er sein können. Hat man hier nicht ein Messer, das braucht er nicht. Jetzt wollte er einen Ring. Vorhin hätte man einen Ring gehabt, aber ja, nö. Jetzt wollte er den neben mir nie da haben. Was, ein Cello soll hier sein? Okay. Taucherhelm. Wahrscheinlich so ein kugeliger, ja. So einer für Tiefseetauchen. Was funkelt denn da nicht so hell? Fernglas. Ja, da. Das Cello. Da hier. So. Ist meistens ein großes Instrument, wo gestrichen oder gezupft werden kann. So. Der Ring. Der Ring sieht zu knechten. Das ist ein Reifen, oder? Wahrscheinlich. Nicht der Ring. Ist das? Nee, das ist doch was anderes. Das ist Reißzwecke, glaube ich, groß oder so. Bücher sind hier. So, ich hätte aber trotzdem gerne jetzt schon mal einen Vogel gefunden. Wir haben noch eine Chance, wenn die nächsten Begriffe kommen, dass wir den Vogel auch noch sehen können oder finden können. Aber man muss halt dran denken, bevor man den wirklich letzten Gegenstand wegnimmt, dass, ja, dass man einen Vogel sucht. Sonst geht es nicht mehr. Ja, hier, das ist, könnte eine Mine darstellen, so eine Tiefseemine, wo man mit gerne U-Boote zum Beispiel, daran gehindert hat, irgendwo reinzufahren in den Hafen oder so. Das sieht aus wie ein Vogel. Aber das zählt nicht als der Vogel, wo die suchen. Schade. So, okay. Kerzenhalter. Da jetzt noch gar nicht dann aus. Das ist der Kerzenhalter, ja. Der verschnörkelt, aber ja. Ist er auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir nur noch einen Ring und den Löffel zu suchen.
Man, ich weiß, wie ein Löffel aussieht. Ist das der Löffel? Nee, das war ja eine Schaufel, ne? Ja, da bin ich mit der Quad, dass es kein Löffel ist. Aber man hätte ja sein können, dass es ist. Wir haben es schon oft gehabt. Was ist das hier unten? Ah, das ist, ja, so wie beim Fahrrad hier. Die Kette mit zwei Rädern dran. Ja, hier ist die Sonne symbolisiert. Das könnte natürlich hier innen drin sein, aber ist es nicht. Wieder mein Kaffeebecher. Voyager-like hier. Vom Design her. Ja, es ist ein Insider, nur für Fans, die wirklich Voyager kennen, die Serie. Ja, hier ist übrigens ein schöner gotischer Handschuh sozusagen oder Plattenrüstungshandschuh. Ich habe ein Fable dafür. Wer mich schon länger verfolgt, weiß das, weil ich es immer mal wieder so durchscheinen lasse in meinen Let's Plays. So, tatsächlich finde ich den Löffel nicht. Oder den Ring. Es ist schwierig zu sagen, wo das sein soll. Ich krieg mal her. Löffel, ja gut. Es war mir klar, dass der so aussieht. Gut, was wäre jetzt, aber das Radar nicht benutzen, nur die Hinweise. Ich weiß nicht, ob es da dann auch noch einen praktischen Bonus gibt oder so von 5000, weil es gibt ja, wenn man das nicht benutzt hier und wenn man den Tipp nicht benutzt, gibt es ja jeweils 5000, ne? So. Ja, aber das ist nicht hilfreich. Da ist der Löffel. So. Ja. Ich habe nicht gesehen. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon längst gesehen gehabt und sagt, Lego, da ist er doch. Ja. Ihr seht halt immer ein bisschen mehr, ne? Das ist der Beifahrereffekt. So, hier ist ein Globus, aber kein Ring. Der Ring ist wahrscheinlich ganz fies versteckt. Oder auch nicht. Wahrscheinlich ist er ganz offen und ich sehe ihn nicht. Das ist, glaube ich, eine Falle hier oben. Könnte es sein. Ist das der Blitz? Ne, ist kein Blitz, okay. Hätte ja sein können. Ja, die verstecken hier immer so einen Harry Potter Blitz hier. So, ja, wenn nicht, nehmen wir halt einfach den Tipp, weil ich nicht... Ah doch, hier ist Blitz. Guck, schau an. Wir nehmen auf jeden Fall den Tipp dann, weil ich nicht weiß, wo der Ring liegen soll. Ne, kein Plan, wo da ist. Oder ist das der? Ah, okay. Glück gehabt, da war der Ring. Eine sandige Uhr, auch Sanduhr genannt. Ja, das war zu einfach. So, der Globus kommt hinterher. So, die Steinschleuder hatte ich auch schon gesehen. Die war da. Haben wir Swift-Bonus gekriegt, dann haben wir ein Messer. So, okay. Was ist dann? Hexenhut und eine Blume. Ja, Hexenhut ist meistens so ein spitzes Hütchen. Ah, da. Schau an, da ist der Vogel aufgetaucht. So. Der war wahrscheinlich die ganze Zeit schon da. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Feder. Ja, gut, da ist jetzt wieder die Frage, meinen die eine Vogelfeder oder meinen die eine mechanische Vogel? Ja, nee, das ist eine Vogelfeder. So, und der Edelstein habe ich auch schon mit geliebäugelt. Dass wir den brauchen könnten. Jetzt brauchen wir noch die Blume und den Hexenhut. Das ist die Blume. Lotusblume. Wo ist der Hexenhut? Wo ist der Hexenhut? Oder ist... Nee, das ist eine Reißzwecke. Das ist kein Hexenhut. Also das wäre schon sehr merkwürdig, wenn das so ausschaut. Gut, in dem Fall weiß ich ja eigentlich, wie er aussieht, ne? Ah, da ist er. Okay, ist versteckt, aber ich habe ihn gesehen. So, was brauchen wir denn? Glaskugel und zweimal atlantischer Anhänger. Okay, mal gucken, wo ihr überhaupt was wollt von mir. Wir müssen hier irgendwo ein Ventil einbauen, okay. Als halt mal als Werkzeug, ne? So, hier, was brauchen wir hier? Könnten wir eventuell mit der Zwille abschießen? Eng! So, da ist was. Ja, okay. Mach nur. So, was haben wir jetzt hier? Ne? Was war das jetzt? Ein Anhänger. Okay, alles klar. So, im Prinzip haben wir uns dann hier mit wieder einen Weg geschaffen, wenn wir so wollen. Glaskugel immer noch. Und der atlantische Anhänger, der zweite. So, hier brauchen wir auch nochmal die Zwille. Eng, eng. Ja. Gut, dass er nicht da runtergefallen ist in den Abgrund, ne? So. So, jetzt müssen wir noch die Glaskugel hier finden. Die befragen wir dann. So, die Zwille behalten wir trotzdem noch, okay. Jetzt auch nochmal. Ich kann auch nochmal mit dem Eiszapfen abschießen. Ja.
Ah ja, der zersplittert ganz und da ist die Glaskugel. Sieht aus wie eine Perle. Ein altes Hauptzahnrad. Okay. Hier. Und hier. Wahrscheinlich müssen da die Münzen rein. Sagen wir zweimal. Das sieht man bloß nicht, dass es zweimal war, aber ja. Was braucht man hier? Wahrscheinlich die Perle. Plopp. So, und schon geht's hier auf. Und. Ah ja, hier kommt das Zahnrad rausgerollt. Gut, dankeschön. So, keine Tipps gebraucht. Ja gut, also die hier, aber wir haben dann Radar gebraucht, ne? Perfekt, hier ist alles getan. So. Gut, dann machen wir weiter. Mal schauen. Natürlich würde ich Vögel zuerst suchen, wenn möglich. Aber wir brauchen die Zeilen. Die stechen so aus dem Bild raus, dass ich die sofort ich habe. Das Blitz. Das Blitz. Schwarzer Blitz. Okay. So. Da ist der Vogel. Aber so richtig vor der Nase eigentlich. Was ist das denn hier? Ein Like oder was? Daumen nach oben. Natürlich dürft ihr gerne ein Like bei mir da lassen. Da würde ich mich drüber freuen. Ne? Ja, soll aber keine Bettelei sein. Das war nur, weil ich jetzt da eigentlich drauf gekommen bin. Aber ja, gut. Sieht fast aus wie ein Daumen nach oben. So. Gut. Haben wir noch einen zweiten Vogel vielleicht zu sehen? Gleich. Jetzt hätte ich fast gedacht, hier sitzt Yoda, wenn man so ganz flüchtig drauf schaut. Ah, nee, sie ist natürlich eine Ritterstatue. Brauchen wir die vielleicht zufällig? Nein. Ein Aufzüchtel. Da haben wir einer. Guck an. Der kam mir so verdächtig vor, dass wir den brauchen. So. Vögeli, Vögeli, Vögeli. Vögeli, Vögeli. Kein Vögeli. Schade. Pinsel brauchen wir, aber das ist eine Bürste, würde ich sagen. Soll das hier eine Musiknote darstellen? Vielleicht. Man weiß es nicht. Da ist der Vögeli. So. Gut. Eine Krabbe, die habe ich gesehen hier. Unterm Seepferdle. Hat man Schraubstock. Das ist eine Zwinge eigentlich, wenn das jetzt ein Schraubstock ist. Okay, das ist ein Schraubstock. Ja, also, ich weiß nicht. Das ist eine Schraubzwinge und kein Schraubstock. Also echt, das sieht ein bisschen anders aus. Das meine ich halt wieder mal, ne? Aber okay, wollen wir uns nicht beschweren. Wir wissen, dass es manchmal ein bisschen anders ist. Eine Vase hätte ich hier. Das ist ein Kelch hier oben. So, dann ein Seil. Ist das hier so ein Seil? Ja, das ist unser Seil. Pinsel brauchen wir noch. Pinsel. Ja, ich hätte einen Einfallspinsel einzuwerfen. Das ist nicht der Pinsel. Nee, hätte es sein können. Auch nicht. Ja, manchmal klickt man eigentlich mal ganz gerne mal auf Verdacht, ne? Ja, das ist eine Kettensäge. Jetzt da, doch, jetzt sehe ich es da oben. Das Schwert praktisch und die Kette außenrum. Eine Kettensäge. Und das hier, es sieht aus wie ein Cuttermesser. Aber der Pinsel. Ich meine, das ist auch wieder die Frage, wenn es ein schmaler, kleiner Haarpinsel ist, dann ist er schwer zu finden. Das ist, das ist ein Ding, ein Flaschenöffner, also so ein Korkenzieher. Na, das sieht auch, also wie so ein Kronkorken-Flaschenöffner hier, der hier, und das für Wein hier, für Korken. So. Gut, am Regenbogen, ja gut, am Regenbogen könnte ein Goldkessel sein. Ja, er kennt ja die Geschichten mit Kobolden und ihrem Regenbogen, dass da immer ein goldener Kessel ist. Jetzt ist nur die Frage, ist es eigentlich so, dass es nur an einem Ende des Regenbogens immer ein Goldkessel sein kann oder an beiden Enden dann? Das also eigentlich zwei, ne? Ja, weiß ich nicht, aber ist ja egal. Ist das hier der Null, wo der hier liegt? Wir brauchen immer noch den Pinsel. Warum funkelt das hier eigentlich so hell? Meint mir immer, das wäre was Besonderes, dass man da was anklicken muss. Das hier sieht aus wie ein Messer oder ein Dolch oder sowas hier. Ach, das ist der Armbrust. Ah, jetzt sehe ich es ja. Und das ist nicht der Pinsel. Den Pinsel sehe ich tatsächlich aber nicht. Das ist ein Problem. Okay, es ist eine Bürste. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das bei denen ein Pinsel ist. Also, das ist bei mir kein Pinsel. Es gibt zwar so richtig breite Pinsel, aber das sind dann zum Beispiel Tapetengleisterpinsel oder so. Oder Lasurpinsel, wo er damit so richtig schön dick auftragen könnte oder viel auftragen könnte. Große Flächen machen. Ne? Ja, nee, manchmal muss ich mich beim Spiel mal wundern, aber okay. Uns wundert er fast nichts mehr. So, die Ventilstücke, die sind alle hier. Machen wir jetzt einfach mal schnell.
So, eine Schwert. Schalte. So. Eisbohrer. Na, vielleicht ist auch ein Eisbohrer. Okay. Eigentlich war es kein Eisbohrer, aber ja gut. Kann man jetzt von der Größe her nicht sagen. Ne? Natürlich gibt es solche komischen Erdbohrer, womit man Löchle bohren kann, damit man leichter einen Stock in den Boden schlagen kann oder einen Pfahl. Ne? Ja, aber die Dinger sehen halt richtig groß meistens aus. So, dann ist es hier doch eine Musiknote. Sogar eine Achtelsnote, also von der Form her. Ja, der Lego kennt sich ein bisschen aus mit Musik. Teppichmesser, ja, also das ist das Cuttermesser hier, wo ich dann auch immer gerne dazu sage. So, Schmetterling. Das Schmetterlingchen habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen gehabt. Gut, schauen wir mal. Vielleicht finden wir dann einen trockenen Ast. Der ist ja. Gut, der muss nicht unbedingt trocken sein, aber ja, gut. Ja, wenn die das sagen. Eine Kriegerstatue, ja, die Ritterstatue hier. So. Und jetzt noch das schmetternde Ling. Wo ist der? Wo schmettert er denn? Da. Der verspielt, aber ja. Schmetterling. Ein Lava-Zahnrad viermal. Was soll denn das sein, Leute? Aus Lava ein Zahnrad oder was? Naja. Okay, hier müssen wir was machen. Wird ein Werkzeug benötigt. Was brauche ich da? Muss ich das abbürsten hier? Tatsächlich. So, und jetzt? Ah ja. Muss ich das Zahnrad jetzt reinlegen? Nö. Das Zahnrad hier. Ah, mehrere Zahnräder. Vielleicht muss man ja jetzt Lava reingießen, aber ich weiß es nicht. Jetzt. Da brauchen wir die Ventile hier. Jetzt Schniffelstick. So. Ja, erst tun wir sie wegmachen, jetzt tun wir sie alle wieder einsetzen. Wobei, nee, die haben wir nicht alle da weggemacht. Ja, da oder da? Ja, wir haben keinen. Ach doch, wir haben noch eins. Ah, sorry, habe ich nicht gesehen. So, und jetzt? Wo ist jetzt da noch drauf oder was? Nee. Oder aufdrehen oder was? Auch nicht? Was muss ich denn noch machen jetzt hier? Ah, da haben wir nämlich so ein Plus im Zahnrad drin. So, das passt hier rein. So. Was der Hölle? Fülle die Zahne in der Mitte mit Lava. Ach so. Wie mache ich das? Als die wahrscheinlich. Na gut, da muss ich das hier dann rausholen, dann fließt es hier rein. Das, wir haben ja nicht mehr Lava hier. Von daher, wie sollte das dann funktionieren? Das frage ich mich jetzt hier. Weil da, die Lava kriege ich ja gar nicht raus. Das geht rein, das geht rein, das kann man rumdrehen. Da kommt rein, dann da. Und da. Aber die Lava hier, die kann ich gar nicht, oder kann ich hier... Ah, das macht Sinn. Okay, man kann das bewegen. Dann füllen wir das hier komplettes Zahnrad auf. Dann macht es natürlich wieder mal Sinn, Leute. So, gut, wir drehen das mal weiter, damit wir das... Na, danke, es hat sich automatisch ergeben. Damit wir das hier einfacher haben. So. So ähnlich hatten wir das mit diesen Kristallen schon mal. Ja, Liga erinnert sich. So, zack. Können wir das hier befüllen? Das ist eigentlich ziemlich easy. Also, so müssen eigentlich Rätsel sein. Belanglos einfach, dass man nicht lang rum überlegen muss. Das ist auch komplett. So, dann hier die Mitte drehen. Man hätte auch den Außenring drehen können. Wie ist ein Belieb? Das haben sie eigentlich sehr easy gestaltet. So. Das war nicht problematisch. So. Dann haben wir unsere Lava-Zahnräder. Was ist jetzt das? Lava-Zahnräder, gut. Okay. Bär und Geruchssinn. Wie kann ich einen Geruchssinn finden? Ich meine, könnte, ja, hätte sein können, Parfüm, ne? Ist es aber nicht. Was ist denn das jetzt hier? Brauchen wir jetzt das Lava-Zahnrad? Ah ja. Aha. Das ist der... Ach so, das ist dieses, ja.
Es ist unser Relikt, das wir brauchen. Yes. Wir haben es geschafft. Super, Spürhund-Bonus. Ja, wir haben Scanner nicht benutzt und wir haben die Tipps nicht benutzt. Ja, das meine ich nämlich. Ich habe es, der Bär symbolisiert, den Geruchssinn. So. Jo. Ja, das kommt jetzt alles wieder in unser Museum. Wir gucken da noch ganz kurz rein. Wir sind zwar schon bei 40 Minuten. Ich wollte aber die Szenerie abschließen. Man hätte es aufteilen können. Ich habe gedacht, das passt eigentlich fast, wenn wir da einen so ein Ding erschaffen. Und ihr seht, das ist auch noch nicht voll hier der West, nicht der Westfield, der Hauptraum hier, ne? Da haben sie zum Beispiel hier den Drachenkopf in Grönland gefunden. Ja, Leute, und dann würde ich mich an der Stelle natürlich von euch verabschieden hier. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen und mehr beim nächsten Mal. Euer Lego, bye bye.